Giacomo Puccinis Tosca ist einer der großen Hits in unserem Repertoire. Wir präsentieren Ihnen jetzt die Arie des Cavaradossi aus dem dritten Akt, Lucevan le Stelle, aber in einem Arrangement für fünf Violoncelli, arrangiert von unserem stellvertretenden Solocellisten Johannes Miro. Diese Arie zu Beginn des dritten Aktes zeigt uns den doch sehr revolutionären Cavaradossi, der im zweiten Akt noch groß mit großer revolutionärer Emphase Vittorio gesungen hat. Ich werde siegen, es wird Napoleon siegen, die Welt wird befreit werden. Hier hören wir ihn zu Beginn des dritten Aktes als Liebhaber. Im Angesicht des Todes, er ist gefangen, er soll hingerichtet werden, erinnert er sich an eine Liebesnacht, an die erste Liebesnacht mit seiner Geliebten Floria Tosca. Diese Szene wird eingeleitet, auch bei Puccini, von einem Cello-Quartett. Wir sind früh am Morgen auf der Engelsburg, die Sonne ist gerade aufgegangen, ein Hirte hat ein Lied gesungen und jetzt sind wir eigentlich bei einem der intimsten Momente der Oper. Deswegen bietet es sich auch an, dieses Musikstück für fünf Celli zu arrangieren. Das fünfte Cello übernimmt die Gesangslinie des Cavaradossi, die anderen weben die Musik rundherum und dann biegt dieses Arrangement auch noch ab in das Ende der Oper, in den finalen Ruf Toscas, wo dann noch einmal das Cavaradossi-Motiv groß und in tutti gespielt wird. Sie erleben fünf Cellisten aus unserem Orchester: Arne-Christian Pelz, Margarete Niebuhr, Georg Reuter, Stefan Buchmüller und Claudio Korbach.